Hallo Leute und willkommen zu Part 2 des Pizzaspiels. Heute möchte ich ausführlich den Kochberuf zeigen. Wir werden hier direkt schon mit so einem Gehaltscheck begrüßt. Hier steht, wie viele Münzen wir bekommen, wann wir diesen Scheck bekommen und wofür wir ihn bekommen. Hier kann jetzt auch stehen, dass wir ihn vom Manager bekommen. Und hier steht demnach euer Name. Ja, dann lassen wir uns die Münzen einfach mal auszahlen. Falls ihr euch jetzt fragt, wofür verdiene ich eigentlich diese ganzen Münzen? Oh, hier kommt schon der nächste Gehaltscheck. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, wofür habe ich eigentlich diese ganzen Münzen? Wenn wir hier oben einmal auf dieses kleine Häuschen gehen, sehen wir hier, wir können unser Haus verbessern. Vom winzigen Haus zu einem normalen Haus. Das machen wir auch gleich. Und wir bekommen schon den nächsten Gehaltscheck. Also, ist jetzt nicht gecheatet, das ist auch nicht mein Spiel. Ja. Also, ich kann mir hier nicht selber Geld geben. Jetzt sehen wir hier, wir können Manager werden. Ich renne jetzt mal schnell ins Büro und setz mich hin. Ja, im letzten Part ist uns ja einer zuvor gekommen. Aber jetzt habe ich es mal geschafft, Manager zu werden. Anton TV. Julio. Hier ist immer noch der Mitarbeiter des Tages, okay? Übrigens sieht man es auch im Chat. Anton TV ist der neue Manager. Dann gehen wir mal raus aus unserem Büro. Oh, hier dampft's. Pizza scheint ziemlich heiß zu sein. Ja, ich wollte ja in diesem Part ausführlich den Kochberuf zeigen. Deswegen machen wir das einfach mal. Pizza. Und die folgt uns irgendwie nicht. Ich die nochmal hin. Kamera drehen. Och, jetzt hat die uns die weggenommen. Na egal, wir nehmen eine Pizza, eine Tomatensauce, ein bisschen Käse und Pepperoni. Den rein und machen den Ofentür zu. Hier muss man die dann aufs Band legen. Dann werden die in den Verpackraum geschoben. Auch hier die Limos kann man auf das Band tun. Auch weg. Und dann wird es hier oben in der Liste abgehakt. Hier oben hast du immer eine Liste, was gerade bestellt wird. Hier können wir jetzt zum Beispiel ein paar Margaritas machen. Es geht einfach mit Tomatensauce, Käse und Teig, wie eine normale Margarita. Ich als Manager kann jetzt auch mit zum Beispiel dieser Spielerin hier interagieren, sie zurück zur Arbeit schicken, ihr einen Bonus ausschreiben oder zum Mitarbeiter des Tages ernennen. Meinen Job hier kann ich immer kündigen oder für ihren Rauswurf stimmen. Aber da sie jetzt gut gearbeitet hat, möchte ich so nicht machen. Also eigentlich ist es dieses Kick-Dings nur für Spieler, die jetzt irgendwie was Doofes in den Chat schreiben. Die kann man auch nochmal extra melden. Und hier sieht man auch nochmal, wie viel noch von jedem da ist. Das sollte jetzt erstmal noch ausreichen. Eine Limo möchte jemand haben. Jetzt sind ganz viele Salami-Pizzen bestellt. Das mache ich jetzt einfach so. Ich nehme hier drei Teige. Salami, Käse und Tomatensauce. Stell die alle in den Ofen. Mach ich noch eine. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese versuche hier wegzutun, dann sagt die hier kalt wegwerfen. Wir tun jetzt einfach mal alle Pizzen backen. Hm,
ich auch irgendwie Lust auf Pizza. So ein Schredder, da kann man die Pizza reintun. Finde ich doof. Na egal, machen wir eine Margarita. Ja, und ich als Manager kann jetzt auch hier in der Kochabteilung arbeiten. Das ist tatsächlich möglich. Also ich finde den Kochberuf ziemlich cool. Er ist tatsächlich nicht so eintönig wie der Kassiererberuf, weil man halt viele verschiedene Pizzen immer wieder bekommt. Und es erfordert halt auch ein bisschen Konzentration. Du hast da keine Tomatensauce drauf, Mister. Da muss noch Tomatensauce drauf. Genau. Auch wenn du hier keine Tomatensauce jetzt wie eben drauf hattest, dann geht die Pizza nicht als Pizza durch. Oder nicht als Bestellung, besser gesagt. Hier auf dieser Liste ist auch das Geld der einzelnen Spieler aufgelistet. Der am meisten Geld hat, ist hier Rocket-Speed 12306. Der hat 4000 Münzen. Oh, da es jetzt keinen Kassierer mehr gibt, kommen jetzt auch keine neuen Bestellungen mehr rein. Wir warten mal kurz, ob es noch einen Kassierer gibt. Oder beziehungsweise, dass noch ein Kassierer kommt. Okay, dann auch wenn ich heute nur kochen wollte, muss wohl einer den Kassierer Beruf vertreten. Oh, jetzt kommt ein Event namens Doppelzeit. Wenn du in der Zeit viel schaffst, bekommst du am Ende einen guten Gehaltscheck. Das hängt aber ja, eben davon ab, wie viel du schaffst. Diese leuchtenden Fragezeichen. Diese Pizzas sind mehr wert. Das ist ziemlich cool. Und die geben dir hier auch meistens so ein bisschen Erfahrung. Wenn man hier übrigens die falsche Pizza angibt, was ich jetzt nicht machen möchte, dann sind die KIs traurig und dadurch kriegst du Erfahrung abgezogen. Deswegen finde ich Kassierer ziemlich eintönig.
dann gehen wir noch einmal. Raus aus der Pizzeria. Oh, jetzt bin ich aus Versehen in dieses Auto da hingestiegen, aber macht nichts. Ich wollte euch nämlich The Dump zeigen. Das ist ein kleiner Laden. Der bietet jeden Pizzaspieltag Items an. Hier zum Beispiel eine normale Tür. Die kaufe ich jetzt einfach mal. Und das hier müsste eine Wand sein. Eine große Wand. Nee, eine große Wand brauche ich nicht. Hier sind die Angebote meistens vergünstigt. Wenn man sie aber zum normalen Preis sich leisten kann, gibt es hier oben diesen kleinen Einkaufswagen. Und hier gibt es ganz viele Items, die man kaufen kann. Ich verlasse mal das Menü und hole mir doch die große Wand. Einmal kaufen. Und wir werden unser Haus nehmen. Oh, was ist das? Oh, ein Sticker. Finde ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so cool. Ich investiere jetzt einfach mal das ganze Geld ins Haus. So, und jetzt können wir hier auch nichts mehr rein investieren. Nein, hier möchte ich das gar nicht hinmachen. Oh, da bekommen wir gleich nochmal 700 Münzen. Kommt gerade richtig. Ja, ich kann tatsächlich diesen Sticker überall hinmachen. Bisschen doof. Mach den weg. Noch einmal Haus. Und yeah, jetzt kommen wir gleich in eine kleine Show, wie sich unser Haus vergrößert. Wir werden jetzt hin teleportiert. Yeah, größeres Haus. Und da liefert uns sogar gerade jemand Pizza. Aber leider macht unsere KI auf. Dann setzen wir uns einmal ins Auto und fahren schnell zu C1 war es, glaube ich. Ne, wir wohnen in C2. Ja, Anton TV. Lassen wir unser Auto. Ne, wir parken es lieber. Der Manager muss ja ein Vorbild sein. Und schon wieder bekommen wir Münzen. Ach, wie cool. Jetzt ist Nacht im Pizzaspiel. Wir können mal in unser Haus gehen. Oh, aber als Manager ins Haus gehen, dann geben wir automatisch an, dass wir dass wir in die Pause gehen wollen und dass wir kein Manager mehr sein wollen. Das möchten wir natürlich kurz noch bleiben. Da demonstriere ich euch nämlich nochmal die Features eines Managers hier in dem Pizzaspiel. Och nein. Ich schätze mal, der hier hinten in dem Laster, der hat diese Bäume hier umgefahren. Das geht nämlich auch. Man kann Bäume mit dem Laster umfahren. Finde ich ein bisschen schade, dass Leute das machen. Ich meine, warum sollte man Bäume umfahren? Ist ja irgendwie doof. Dann suchen wir uns jetzt mal hier einen Kandidaten, der hier gut gearbeitet hat. Oh, es kocht gerade keiner. Das ist schade. Ich finde, er hier war schon vorhin da, glaube ich.
Ihn können wir jetzt einmal zurück zur Arbeit schicken, aber da er sowieso schon hier ist, bringt das nichts. Wir schreiben ihm mal einen Bonus aus. Der Spieler hat einen Bonuscheck erhalten. Und wir ernennen ihn zum Mitarbeiter des Tages. Der Spieler ist jetzt Mitarbeiter des Tages. Sonst könnten wir noch für seinen Rauswurf stimmen. Aber das denke ich jetzt mal nicht. Dann gehe ich mal zu meinem Haus und würde sagen, wir beenden dann auch so langsam mal Part 2 des Pizzaspiels. Denn das Ding vom heutigen Tagesplan habe ich ja erledigt. Oh, jetzt haben wir ein anderes Auto gerammt. Da passiert zwar nichts, aber das stelle ich dann noch. Klar, ich gebe jetzt den Managerberuf auf, aber es ist mir jetzt tatsächlich egal, weil wenn ich die ganze Zeit auf diesem Beruf bin, dann kann ihn ja kein anderer annehmen und das ist auch ein bisschen schade. Wir gehen in unser Haus, bestätigen es und nun gibt es keinen Manager mehr hier. Super, das war's dann auch mit Part 2 des Pizzaspiels. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo da. Und bis bald. Das war's bei Anton TV. Und ciao.